Egal, wo wir zu Hause sind, Leben bedeutet Lächeln. Daran glauben wir. Bei CSL Behring. Jeden Tag sehen wir genau hin und stellen uns der Frage, wie schenken wir der Welt heute und morgen eben dieses Lächeln? Warum uns das so wichtig ist? Wer ein Lächeln verschenkt, bekommt mindestens eins zurück. Das, was mich antreibt, jeden Tag hierher zu kommen, ist die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit, dass ich weiß, mit unseren Medikamenten retten wir das Leben anderer, zum anderen aber auch die tollen Menschen, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Ich habe in meiner Zeit bei CSL Behring viel erlebt, aber mein Gefühl sagt mir, die beste Zeit hat gerade erst begonnen. Darum haben wir hier in Marburg ein Arbeitsumfeld geschaffen, in dem sich unsere Mitarbeiter fachlich und persönlich weiterentwickeln. Und wir haben verstanden, dass es nicht den einen Spezialisten für alles gibt, sondern dass Menschen im Team erfolgreicher sind. Für mich schließt sich der Kreis, wenn ich sehe, wie die Arbeit von Tausenden von Mitarbeitern von uns dazu führt, dass die Patienten ein normales Leben führen können. Ganz nach dem Motto Think Global, Act Local. In globaler Zusammenarbeit, durch vernetztes Denken, fokussiertes Forschen, Entwickeln und Handeln entstehen hier bei CSL Behring überlebenswichtige Medikamente für unsere Patienten mit seltenen und lebensbedrohlichen Krankheiten. Medikamente, die ein Lächeln in die Gesichter der Menschen zaubern, die auf sie angewiesen sind. Unsere Patienten sind unser Antrieb. Viele kennen wir persönlich, kennen ihre Lebensgeschichte. Durch sie werden wir beständig an unser Versprechen erinnert. Das Versprechen, Leben zu retten und Lebensqualität zu verbessern. Was mich stolz macht, ist zu wissen, dass am Ende des Tages meine Arbeit das Leben anderer Menschen einfach besser macht. Es stimmt. Unsere innovativen Lösungen ermöglichen vielen Menschen rund um den Globus ein besseres Leben. Doch das reicht uns nicht. Wir möchten noch besser werden und uns immer weiterentwickeln, um noch mehr Menschen ein Lächeln zu schenken. Ich glaube, dass Emil von Behring sehr stolz darauf wäre, zu sehen, was hier aus seinen Anfängen geworden ist. Das Einzige, was für uns wirklich wichtig ist, ist, dass wir Teamspieler haben, die alle ein gemeinsames Ziel haben. Und das ist das Wohl unserer Patienten.